Hey Leute, was geht? Willkommen zum neuen Teil von Call of Duty World War II. Wir spielen heute den vierten Teil der Kampagne S.O.E. Keine Ahnung, wie ausgesprochen wird. Auf jeden Fall Spaß. Seit einem Monat kesseln wir die letzten Krautfresser auf dem Weg nach Paris immer mehr ein. Aber sie werden sich sicher wehren wie ein wildes Tier in der Falle. Wenn wir das schaffen wollen, müssen wir zu allem bereit sein. Selbst Teamarbeit mit dem SOE, den britischen Sondereinheiten. Es wird ein großes Ding. Muss wohl. Davis ist hier. Wir haben Informationen vom Widerstand über einen Zug der Deutschen mit V2-Raketen für einen Angriff auf Paris. Er macht Halt bei Argentan. Das gibt uns gerade genug Zeit, um unser Team in Stellung zu bringen. Wir müssen ihn stoppen. Nach Ihrer Leistung in Marigny können Sie nun zeigen, dass das kein Anfängerglück war. Danke, Sir, aber das ist ein Job für mehr als ein Platoon. Deshalb kriegen Sie Unterstützung vom SOE. Da war schon jemand fleißig. Keine Sorge, Lieutenant. Es ist noch genug für Sie da. Die Agenten Vivian und Crowley leiten die Operation. Sie helfen dem Widerstand schon seit Monaten und kennen das Gebiet. Folgen Sie ihnen. Waren Sie das in Marigny? Beeindruckend. Ach, das war nicht nur ich allein. Man tut, was man kann. Und das ziemlich gut, aber das war nur der Anfang. Hier, das ist kein gewöhnlicher deutscher Versorgungszug. Das ist eine rollende Festung. Unser Kontakt beim Widerstand Rousseau wird uns so gut wie möglich beistehen. Aber Angriffe auf ihr Netzwerk könnten dies verhindern. Das Schicksal von Paris liegt in Ihren Händen. Genau wie damals bei unserem Absprung über Vercors. Und mitten in diese Patrouille. Du bist so eine alte Romantikerin. Okay, da ist unser Ziel. Hey, das muss man den Deutschen einfach lassen. Genau nach Plan. Der größte Zug meines Lebens. Und die dickste Panzerung. Ist ein Panzerzug. Die Reichweite der V2 liegt bei 200 Meilen. Mehr als die Strecke nach Paris. Wir können nicht zulassen, dass sie startet. Da vorne bewegt sich was. Okay, Vivian und ich schalten sie aus. Turner, das ist ihr Zeichen vorzurücken. Denn jetzt, nach ihrer und Sassmans Einlage in Marigny, ist Feuerunterstützung ihr Job. Okay, los geht's. Klar. Alle Mann unten bleiben. Schalldämpfer! Den Scharfschützen ausschalten. Benutzen Sie das Messer, Daniels. Gut gemacht, Daniels. Und jetzt den Offizier. Auf Ihr Zeichen. Brillanter Schuss. Danke. Turner, nehmen Sie ein paar Männer und gehen Sie ums Haus. Daniels, bleiben Sie bei Crowley. Und weiter. Gut gemacht. Bewegung. Oh, die Arme. Der Scharfschütze gehört Ihnen, Daniels. Vorsicht! Langsam vorrücken. Wir verkacken es nicht. Auf jeden Fall, Leute, stellt mir da Fragen bitte auf Twitter, weil ich möchte ein Fragen-Antwort-Video machen. Gerade. Zeigen Sie sich. Scheiße! Scheiße.
Heilen. Boah, verpiss dich, du Scheißhund, Alter. Nicht, dass ich was gegen Hunde hätte, aber trotzdem. Alter, verpiss dich! Es ist immer noch Zeit! Das wird schon wieder! Halte durch, Kumpel! Granate geworfen! Verdammte Scheiße. Welche Tür? Hast es zu fahren. Na los! Festhalten! Scheiße, Vorsicht! Bleib auf dem Weg! Festhalten! Oh, siehst du Gott, ihn? Alter. Da ist er! Drück auf Gas! Wir verlieren ihn! Links! Ich arbeite dran! Ja, ach was. Ach wirklich, die schießen auf uns. Echt jetzt? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Dann kotz doch. Wie wär's mit jetzt? Nimm das Steuer. Ihr Kübelwagen wurde zerstört, alles klar. Weiter feuern! Gott! Ja, bring uns auch weg! Ja, so hält man natürlich einen Zug auf. Ach wirklich? Scheiße!
Aber der Zug ist aufgehalten. Ich bin hier. Ich komme. Halt durch. Ja, ja. Heilige Scheiße. Ist das echt passiert? Wir haben es geschafft. Das war für die Ewigkeit. Ich hoffe, Stiles hatte die Kamera. Vielleicht lässt Pearson uns für 5 Minuten in Ruhe. Achtung! Folgen Sie mir. Ich bringe Sie zu Ihrem Plateau. Tut mir leid. Wer zur Hölle sind Sie? Eine Freundin. Schnell jetzt. Gib mir der K. Er gibt mir auch einen. Hier drüben! Hier! Okay, das war nicht gut. Das war echt fail. Geht das immer auch, ne? Stimmt irgendwo eine Waffe, oder? Nur eine Waffe, mehr würde ich gar nicht. Da, da war doch eine. Da. Ah, hier. Okay. Ah, du Drecksköter, Alter! Also doch Gegner, okay. Hier drüben! Danke. Damit bist du, ja. Okay. Diese Männer gehören wohl zu Ihnen. Ah, das wäre dann Rousseau. Sie gehört zu Marquis, französische Resistance. Sie hat den Deutschen abgeknallt, der uns töten wollte. Ist es denn wirklich so schwer, sie erst zu verhören? So viele Umstände wären die doch nicht wert. Ich dachte, sie wären tot. Aber der Zug fährt nicht mehr. Das Ziel war, den Zug zu stoppen, nicht zu zerstören. Ja, tut mir leid, dass nicht alles nach Plan verlaufen ist. Aber sehen wir es so. Wir haben soeben jeden verdammten deutschen Außenposten hier alarmiert. Also sollten wir weiter. Und zwar schnell. Zuerst beenden wir die Mission. Ist es nicht so, Major? Wir brauchen Hilfe beim Keine Ahnung wie, aber Sass und ich haben das Zugunglück überlebt. Und uns dann mit einer taffen Französin getroffen. Sie heißt Rousseau. Sie gehört zur Resistance und du wirst es nicht glauben. Aber wir mussten für sie das Wrack nach Papieren durchsuchen. Sie braucht sie für eine Mission in Paris. Und für uns hatte sie auch einen Job. Die Sprengung des Zugs hat Paris Zeit verschafft. Die Resistance will mit den Dokumenten, die wir geborgen haben, eine Nazi-Festung in der Stadt infiltrieren. Ich bin dabei.
So Leute, das war's auch mit der vierten Mission. Hat der Part gefallen? Wenn ja, lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt mir in die Kommentare. Und wie gesagt, folgt mir auf Twitter, damit ich ein Frage-Antwort-Video machen kann und stellt mir da Fragen. Und ja, Twitter-Link und alle anderen Links, soweit in der Beschreibung. Haut rein. Ciao.